Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader-Freunde hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Draußen in Frankfurt sind es 35 Grad und das ist kein Wetter für Bären, das ist ein Wetter für Bullen. Und das zeigt sich ja momentan auch an den Börsen. Nämlich die Bären ziehen sich langsam in ihre Höhle zurück und die Bullen versuchen, die Märkte immer weiter nach oben zu treiben in einer etwas bizarren Situation, wo wir alle von Bärenmärkten sprechen. Noch sind sie allerdings intakt und insofern sollte man natürlich hier nicht den Tag vor dem Abend loben. Das ist ganz klar. Das heißt also, wir müssen natürlich sehen, wie läuft es weiter. Heute gab es einige Zahlen an der deutschen Börse. Das heißt also, es gab Unternehmen, die Zahlen gebracht haben aus dem DAX. Das waren zum Beispiel Bayer, Beiersdorf, Zalando, Adidas und Merck. Und wer hat den Bullen abgeschossen? Genau die Aktie mit den schlechtesten Zahlen, Zalando, die ist um 10% nach oben geschossen. Der Rest hat zwar auch ganz gute Zahlen gebracht, auch eine anständige Prognose, aber das ist momentan nicht interessant. Das sehen wir an der Nasdaq auch so. Das heißt, die Unternehmen mit den schlechtesten Aussichten und den bösesten Zahlen, die kriegen die größten Aufschläge. Ja, und so wird das wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen weiterlaufen. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Charts an. Wir haben hier als Heavy-Traders uns da natürlich schon Gedanken für einen Team-Trade des Tages gemacht. Aber zunächst einmal schauen wir uns den DAX an. Denn es wird natürlich zunehmend schwieriger, auch als Bulle in solche Märkte jetzt hineinzukaufen, weil wir hier an bestimmten Marken angekommen sind, die es schon vermuten lassen, dass es durchaus Rückschläge geben könnte. Trotzdem, diese ganze Aufwärtsbewegung ist noch immer intakt. Sie geht auch nicht in Höchstgeschwindigkeit vonstatten. Heute Morgen hat der DAX hier versucht, dieses Gap zu schließen. Ganz ist es ihm, glaube ich, noch nicht gelungen, Richtung 13.750 Punkten. Wir waren schon dort in der Nähe. Und insofern ist natürlich ein Gap-Close immer ein Anlass, dann eine Konsolidierung zu starten. Das muss aber nicht so sein, denn auch dieser Abwärtstrend, den ich hier eingezeichnet habe, ist ja seit gestern durchbrochen worden. Eine Fortsetzungsbewegung, wie wir sie momentan haben, spricht eben halt auch für die Bullen. Und interessant vor dem Hintergrund ist auch, dass gerade Aktien oder Unternehmen von Aktien, die nicht mehr in der Berichterstattung oder noch nicht in der Berichterstattung sind, wie SAP und Siemens, also Schwergewichte, an dieser Aufwärtsbewegung ihren Anteil haben. Und eben die, die eine Berichterstattung haben, wie Bayer, nicht unbedingt da groß von partizipieren können. Schauen wir uns mal an, was die Nasdaq gestern gemacht hat. Sehr starke Bewegung nach oben. Wir sehen, dass wir die 13.000 mit einem Klacks nach oben rausgenommen haben. 13.250 Punkte und auch hier vom Future her sieht es so aus, als wenn sich das zunächst bestätigen würde. Die nächste Zone für die Nasdaq nach oben wäre dann 13.500 Punkte, nachdem wir gestern eben 250 Punkte nach oben gemacht haben. Sogar ein Stückchen mehr als die 250 Punkte. Wäre es nicht ungewöhnlich, wenn wir die auch weiterhin nach oben machen würden. Mittlerweile, ihr seht das hier an diesen Kerzen, an diesen Tageskerzen, 500 Punkte Tagesbewegung ist für die Nasdaq jetzt nicht so der Rede wert. Das heißt, sie könnte hier oben ankommen und auch wieder zurücklaufen. Innerhalb der nächsten Tage wäre das, wie gesagt, durchaus drin. Und wir haben uns natürlich jetzt Gedanken gemacht bei den Märkten, was sieht denn noch relativ vielversprechend aus und was ist denn jetzt unter Umständen noch long, aber auf der anderen Seite short zu gehen, ist es vielleicht auch schon auch noch ein Stück zu früh. Das ist zum Beispiel die BioNTech-Aktie, weil Moderna gestern mit seinen Zahlen rausgekommen ist und deutlich mit über 20% Kursgewinn Furore gemacht hat. Moderna mit plus 7,5%, BioNTech, Entschuldigung, mit 7,5% plus hat sich dem natürlich gleich angeschlossen und läuft jetzt hier in die nächste Widerstandszone rein. Die liegt hier bei 198 US-Dollar. Das ist natürlich so, wir haben hier auch ein Aufwärtsgap, dass hier unter Umständen nicht alles gleich abgefrühstückt wird. Also man da eine Gelegenheit haben könnte, da nochmal reinzukommen. Vor allem, weil BioNTech seine Zahlen erst am nächsten Montag präsentiert und seine Prognose. Also von der Seite aus könnte die Aktie natürlich sehr interessant sein. Soweit für die Charts. Wir haben uns da natürlich jetzt ein Produkt für die Watchlist rausgesucht. Ich sagte es ja gerade, es ist nicht unbedingt gesagt, dass wir das jetzt gleich unmittelbar umsetzen. Das ist ein BioNTech Turbo Long mit der Kennnummer MD6MVZ.
Ein Hebel von 4,9, das ist sehr moderat, aber bei den Bewegungen auch okay. Und Knockout-Schwelle ist 147,24 US-Dollar, also das ist gute 25, in dem Fall sogar fast 30 Dollar weg vom aktuellen Kurs. Und was wir davor haben heute Nachmittag, wollen wir euch natürlich dann um 14.15 Uhr im Teamchat des Tages nochmal genauer sagen. Wir haben uns, wie gesagt, das Zertifikat auf die Watchlist gesetzt. Genaue Marken und Setups, wie wir da wann, wo reingehen wollen, das wollen wir euch heute Nachmittag dann erzählen. Registriert euch unter heavytraders.live und seid dann dabei. Wir freuen uns dann heute Nachmittag auf euch um 14.15 Uhr. Also bis dann.